Die Spielanalyse zum Spiel Hertha BSC gegen Werder Bremen nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen erstmal zurück bei Real Nico. Heute zu einem leicht angepissten Real Nico, denn erstmal muss man sagen, als Bittencourt reinkam, hatte ich 10 Treffer, also kommen wir zum Positiven zuerst. Zum Negativen danach. Osako hat wieder eine Startelf gespielt. Warum auch immer. Nach dem DFB-Pokal muss scheinbar Kofeld sich gedacht haben, ja, ähnlich wie bei den FIFA-Ratings, wir würfeln mal eine Runde. Und so kam Osako in die Startelf. Anders kann ich es mir nicht erklären, anders macht es auch keinen Sinn. Ich war froh, als er zur Halbzeit rausgegangen ist. Leider eigentlich, also ich werde hier nichts an einem Spieler festmachen, schon mal so vorweg. Aber einfach zu spät, um groß was zu ändern. Denn man hat in der ersten Halbzeit eigentlich gesehen, bis zum 1-0. Also bis zum 1-0 war es eigentlich ein ordentlicher Auftritt von unseren Jungs. Ich verstehe auch nicht, was der Kommentator da geredet hat, dass das absehbar oder verdient war von Berlin, das 1-0, check ich überhaupt nicht. Bis dahin war ich zufrieden. Erstmal dazu. Selke ist extrem früh angelaufen, extrem viel angelaufen. Wirklich gut, überraschend gut. Das Saad auch wieder eine Startelf, fand ich auch klasse. Chong hat ab und zu sein Tempo reinbekommen. Noch nicht oft genug, aber ich denke, das wird auch im Laufe der Saison erst kommen. Er ist halt neu und muss sich integrieren, muss die Liga erstmal kennenlernen. Aber dennoch schon einer der Lichtblicke auf außen. Auch wenn er da heute nicht viel machen konnte. Die Ansätze waren da. Ja, machen wir weiter. Nach dem 1-0 verstehe ich nicht, was da passiert ist, was in den Köpfen der Mannschaft überhaupt los war. Es fällt ein 1-0 und anstatt dann wegen dieses 1-0, wenn du schon nicht auf den Ausgleich, wenn dieses 1-0 einfach zur Pause zu retten, nein, kriegen wir danach noch fast einen Elfmeter. So, und danach das 2-0. Also wir haben dann auch noch Glück, dass wir nicht den Elfmeter kriegen und kriegen trotzdem das 2-0. Warum? Weil Eggestein scheiße angespielt wird. Es war nicht nur ein Scheißball von Eggestein dann, sondern Eggestein wurde auch einfach scheiße angespielt. Den weiterzuleiten war allein schon schwer. So, ja, das war wie gesagt dann das 2-0. Also komplett individueller Fehler. In der Mitte darf auch niemals jemand so frei stehen. Aber gut, ein Tor dann mit Zaschen verschuldet im Prinzip. Da muss er einfach näher am Mann stehen. In der zweiten Halbzeit, am Anfang der zweiten Hälfte, war es so ein bisschen wechselhaft, sage ich mal. Beide sind so ein bisschen hoch, runter gegangen, hoch, runter. Chancen auf beiden Seiten. Das Spiel hätte in beide Seiten auch verlaufen können. Ich glaube, wenn wir da das 2-1 gemacht hätten, hätte vielleicht das Ganze auch anders werden können. Aber da sind wir auch schon bei dem Thema. Hätte, wenn und aber. Also das bringt uns nicht viel. Und ja, dann kam, also wie gesagt, der Wechsel von Bittencourt fand ich gut. Bittencourt kam, als er reinkam, mit einer, sag ich mal, Spielfreude, Spiellust ins Spiel und hat auch einfach mal einen Ball aus der zweiten Reihe geschossen. Vielleicht auch einmal zu viel. Ich denke, dass gerade bei einer Aktion hätte er einfach rechts rüber zu Chong legen müssen. Aber gut, das mal so hingestellt. Wenigstens hat er Spielfreude auch abschlussfreudig aufgetreten, sag ich mal. So, ja, was soll ich noch im Allgemeinen danach dazu sagen? Nach dem 3-0 habe ich im Kopf eigentlich schon komplett abgeschaltet. Da war das Ding für mich durch. Den muss Pavlenka halten, ohne Wenn und Aber. Das ist mir total egal, ob gegen Laufrichtung oder sonst was. Den muss man halten. Gerade als Bundesliga-Keeper, wo ein starker Capino auch in der Hinterhand ist, muss Pavlenka diesen Ball definitiv halten. Ja, zur Viererkette. Also, das war ja im Prinzip das, was ich nicht getroffen habe. Ich hätte nicht gedacht, dass Moisander rechts spielt, rechts in Innenverteidigung. Fand Moisander gar nicht so schwach. Jetzt, klar, ergebnisabhängig wird natürlich die ganze Viererkette scharf kritisiert werden, aber ja, im Grunde genommen fand ich Moisander in der rechten Innenverteidigung gar nicht mal so schlecht. Kurz noch zu der Aktion mit dem Elfmeter. Ich habe auch Friedel da nicht verstanden, warum er da überhaupt gegrätscht hat. Das war total unnötig. Also bei dem Stand an der Stelle musst du einfach gar nicht so da reingehen oder reingrätschen. Blackout im Kopf, deswegen sage ich ja, nach dem 1-0 bis zur Halbzeit war ein totaler Blackout irgendwie. Und was wir in der zweiten Halbzeit da nicht geschafft haben, waren einfach die schnellen Umschaltmomente mehr zu nutzen, mehr Chancen zu kreieren, klare Abschlüsse, klare Torchancen. Eigentlich kennen wir die ganzen Sachen schon aus der letzten Saison. Ja, ich verstehe das nicht so ganz, aber ja, was soll ich sagen? Klaßen fand ich eigentlich gut. Ich weiß auch nicht warum. Also Klaßen war kein Spieler, den ich jetzt irgendwie groß kritisieren würde. Hat im rechten, auf der rechten Acht gespielt, eigentlich gewohnt auf der linken Acht. Aber auch da wünsche ich mir wieder mal, habe schon öfters gesagt, ich denke, dass auch bei Davy Klaassen gerade es gut wäre, wenn er diese Kapitänsbinde kriegen würde, weil es einfach nochmal mehr Selbstbewusstsein und mehr Stabilität im Mittelfeld geben würde. Ich denke zumindest, dass es bei Klaassen diesen Effekt dann geben würde. Ob es am Ende so ist, wissen wir nicht, das weiß keiner. Ich bin auch mal sehr gespannt, was ihr in die Kommentare schreiben werdet.
über das Spiel, denn ich glaube, zufrieden können wir alle nicht sein. Das war auf jeden Fall ein Auftakt in die Hose, sage ich mal. Ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Ich muss selber mich erstmal so ein bisschen sammeln und gucken, was ich dazu noch sagen will. Morgen sehen wir uns im Livestream wieder oder beim nächsten Video. Und ja, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt, wie ihr das Spiel gesehen habt, wen fandet ihr gut oder was fandet ihr schlecht, was sollten wir ändern. Ja, ich bin allgemein mal sehr gespannt und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.